Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und ich bin nicht alleine, sondern die Ubi ist mit mir dabei. Hallo. Und der Extreme zockt, da zappelt er schon. Hallo. Er freut sich richtig. Wir waren ja in der letzten Tour mal wieder ein bisschen looten. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die Nacht ein bisschen ausnutzen zum Bauen. Ja, Denn. und blick mal nach oben. Sternenhimmel. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich keine Er Cobblestone sieht Frames den mehr. Sternenhimmel. Nee, wir wollen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen die Nacht ausnutzen zum Bauen. Was soll ich jetzt Richtig. machen? Und Die wenn. Zinnen, oder? Oder Ja, aber setzen, aufwerten. da sind ja schon wieder keine Cobblestone mehr. Ja, du Frames und weißt ja, so. wo alles ist, ne? Erzähl mal! Ich Ich baue kann. Gras! Ja, dann. Immer diese Drogenhändler hier. Ich brauche Gras. Ich brauche Stoff. Mein Stoff! Vor der Mauer sind Zombies. Ja, Ja, solange die vor der Mauer sind. machen schon die Spitzen. Mittlerweile haben wir den Luxus, dass wir sagen können, na ja, komm, Stacheln sind ja da. Ach ja, ich sehe es gerade. Oh Gott, die Türme muss ich ja auch noch machen. Ah, es gibt noch so viel zu tun, aber Schritt für Schritt bauen wir uns hier eine Heimat auf, so nach und nach. Genau. Und Warte am nächsten mal, Tag. bevor du da weiter aufwertest. Wieso? Komm mit hierher. Nö. Doch, mach mal. Why? Mal guck mal hier die Zinn. Ich weiß nicht, wie ich das genau machen soll. Weil das hier einmal rumgeht, weißt du? Also immer zum Turm hin ein Abstand. Wenn zum Beispiel ein Turm da ist, dann Ja, ein. ich meine aber hier bei diesem unserem Eingang. Zinn Ja, hier der. machen soll, damit Warte. das ordentlich wird. Das mit dem. Entweder guckt ihr oder ich versuche nachher mal zu gucken, wie man das machen könnte. Weil das ist wirklich nicht einfach, weil wegen doof und so. Weil über Eck. Ja, deswegen gucke ich Dinge. jetzt auch mal gerade. Oh Gott, das reicht ja immer noch nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Ich vergesse immer den Namen von den Steinen. Adobe White Block, okay. Guck mal, Bobby, ich würde sagen, so. Warte, ich komme nochmal hoch. Okay, da muss ich ja noch mal losziehen. Ach nee, ach scheiße, das passt ja gar nicht. Sag ich ja, da saß ich letztes auch und denk, wie mache ich das denn jetzt am besten? Dim, dim, dim. Ich schaff das schon. Glaub an euch. Nee, komm mal hoch hier. Okay, dann muss der Bauherr da hochkommen und sich das Problem anschauen. Ich Ja. habe, glaube ich, Meinst du jetzt nachher sonst? sowieso ein Problem. Lehm, Steine, kein Ding, aber Sand fehlt. Ja, das ist ja leider das, was wir nächste Folge, ach, nächste Folge, am nächsten Tag Nächsten suchen Morgen, müssen. ja, in 4 Stunden oder 3 Stunden, 15 Minuten, auch genauer zu sagen. Warum haust du mich? Oh, Was habe ich dir getan? Komm her, komm her, Junge, komm wir haben auch her. folgendes Problem. Ja. Was denn? Steigen es alle. Wer hätte Ja, es gedacht? ich habe aber 3000 Cobblestone Walks, mein Gott, im Bau. Ja, das Ist ist nicht das ja gut und meiste, das schön. weiß ich, Das ist aber. ja auch nicht das, was ich brauche. Ich brauche Steine. Ja, das ist mir schon klar, aber Gut, ich guck mir jetzt. ich brauche deinen Hintern hier oben. Ja, ich bin ja schon am Weg. Okay. So, Turbo extrem. Einmal Magie. bücken bitte, ja? Nein, guck mal hier. Hier Das sind ist viel, zwei. junge Doktor. Ja, Möchte warte, nicht warte, ich komm. stören. Nein, guck mal Ja. hier. Hier sind zwei direkt nebeneinander. Aber wenn wir das nicht so machen, sondern eben, warte, dann Ja, ich sehe so schon die machen, dann ist Problematik. das Problem, ne? Nee, dann mach es so, wie du es gerade hattest. Das ist die beste Lösung. Anders kannst du es optisch nicht lösen. Lieber an den Ecken zwei haben als, ja, im Endeffekt hätte man den Burg, das ganze Gerät hier weiter nach vorne packen müssen. Aber naja, geht da ja jetzt nicht. Ja, Gemacht wir. ist gemacht, deswegen machen wir das Beste daraus und machen wir hier einfach zwei breit. Und dann ist Die haut alles heute gerne hier, geregelt. die. Los! Ich hab keine Ahnung, was mit der nicht stimmt. Massenkeile! So. Okay, gut. Lass mich! Nein. Ich hab den Fluchthunde genutzt.
Feigling. Sammel bei der Gras. Kennt die ganzen Abkürzungen. Ja, aber nee. Ja, nee. Ja, aber nee. Bin ich auch nicht einig mit. Ja, nee, ich bin am Überlegen, ich wollte ja das Häuschen da weitermachen, das geht ja nicht, weil Sand fehlt. Also, wieso fehlt ja nicht nee. Viel. Aber müsste auch im Endeffekt die Türme weitermachen, damit die schon mal abgehakt sind. Ich glaube, das werde ich jetzt mal machen. Ja. Das ist etwas, das kann ich jetzt zu Ende bauen. So, Cobblestone-Frames haben wir gar keine mehr, ne? Ja. Na, da fängt das nächste Problem an. Ah. Ja, wir sind total gut vorbereitet, wie ihr gerade merkt. Sammelt schon Gras. Ah, kein Problem. Ich habe hier noch ein bisschen Gras gerade gefunden. Mein Notfall-Köfferchen. Oh. Ja, ja. Ja, der, so. Dealer war gerade da. Genau, hat gerade geklingelt. Weißt du? Mama, der Mann mit dem Koks ist da. So. Was wollte ich denn jetzt hier? Noch mehr Capstone Frames? Das hätten wir. Ich denke mal, das reicht für die Türme. Das sind jetzt knapp 100. Ja, es ist eine, ich habe ja schon die Grundstruktur gesetzt. So. Ach Gott, den Gehweg wollte ich auch. Wir haben noch so viel vor. Ja, deswegen haben wir auch ein Loch im Garten, ne? Ja. Kleine Hexe, ey. Oh nein! Das hat Vergangenheits-Extreme nicht gemacht. Was hat Vergangenheits-Extreme hier hinterlassen? Das was heißt, ich darf jetzt los? Hier nach draußen gehen und das von draußen im gefährlichen Gebiet setzen. Also schäm dich, Vergangenheits-Extreme. Schäm dich. Was? Ja, wenn ich eine sehe, dann hau ich ihm einen in die Fresse. Ja, ist echt unmöglich, dieser Kerl. Ja, ich weiß, ich kenne das. Der Vergangenheit-Nexus macht auch immer nur Scheiße. Ja. Was labert ihr denn da? Zum Beispiel. Am schlimmsten sind immer die Gegenwart zu Ruby. Ja, die sind immer am schlimmsten. Ja, genau, die finde ich auch total doof. Ja. Allein schon, wie die reden. Echt? Ja. Gar nicht. So, weißt du, der Vergangenheit-Nexus, der rennt gerne zum Beispiel in Kakteen rein. Ja, das war sowieso voll der Vollhonk, Alter. Ja. Echt. Herrlich, ey. Er hat sich angestellt. Ich bin ein menschlicher Rasenmäher. Ja. Okay, mit anderen Worten, sie ist eine Ziege. Jeder hat seine Berufung, ne? Ja, irgendwie, ne? So. Ruby, du bist Deutschland. Yep. Oh, wo weißt du denn? Construction 2 Level 79. Wow. Ja, wir kommen immer höher, das ist schön. Das macht richtig Spaß, wenn man so, sag ich mal, was Großes baut, alleine durch das Craften, wie viel XP wir dadurch kriegen, ne? Oder eben diese Punkte, die wir verteilen können hier. Das, oh Gott, hören wir auf mit dem Thema, ich glaube, ich kann noch voll viele vergeben. Ja, ich habe gerade geguckt in der Folgenbau, 67 oder? Punkte. Boah. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So, also ich würde mal sagen, dass einer mal die Mauer hier weiterbauen muss. Ich bin gleich fertig mit Aufwerten hier. Ja, ich mach den Turm, also die Türme. Ja, Wubi. Ja, ich sammle die Gras. Gegenwart, Wubi wieder, ne? Ja. Aufs Prophezeit. Warte doch mal. Ja, wie warte doch mal? Wir sind hier in der Apokalypse und die sagt zu mir, warte doch mal. Ja, ich mach gerade Frames, ist ja. Ich bin gerade mal am Schauen, war das hier, war der Turm 2 hoch oder 2 hoch, ne? Von der Decke her. Ich guck nochmal die 3. Ne, 2 hoch. War der 2? 5,5. Ja, ich hab's 2 hoch gemacht, weil wenn du den 3 hoch machst, deswegen habe ich das auch, glaube ich, so gemacht, weil, Ruby. Weil das sonst so doof aussieht. Dann sieht dieser Turm so langgezogen aus, dann finde ich dann irgendwie hässlich. Ja, stimmt, du hast 2 gemacht. Jetzt sehe ich es auch. Ey, du musst mal unter der Decke hier springen, immer, dann dreht dein Körper sich weg. Ja, weil du einen Genick halb gebrochen hast. Ja, eigentlich schon, aber meiner kann immer noch laufen. Endlich, Ruby, wurde doch mal Zeit. Was willst du, ha? Oh, die arme Ruby. Boah, Ruby wird sauer. Ja, ist es voll unsymmetrisch jetzt gerade? Ja. Ja, das ist doch wegen der Ecke da, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wegen der Ecke. Wir können es leider nicht ändern. Nee, geht ja nicht anders. Nee.
tut uns leid. Ich bin halt ein bisschen, doch klar geht's anders. Komm, wir können das ganze Burgtor wieder wegreißen. Ja, genau. Nochmal eins, komm, wir bauen alles nochmal neu. Wir bauen alles nochmal neu. Ich wollte nur fragen, ob es so richtig ist, verdammt nochmal! Obi? Mann! Wusa! Nein. Halt die Fresse, sagt die zu mir einfach so. Ja. Kann auch nicht wahr sein. Bitte, ey, bitte. Also mal gucken, was der Zukunfts-Nexus da sagen wird, so. Ach, der wird wahrscheinlich wieder einen Kaktus verrecken. Nein, das macht Wender der Vergangenheits-Nexus. Weil, es kommt ja, genau, Zukunfts-Nexus, es kommt ja jetzt die Zone, wo wir zur Wüste gehen, sprich, oh, Kakteen. Oh. Ich hab mir überlegt, was ganz, ganz wichtig ist in der Apokalypse, man sollte sich einen Kakteen-Scanner machen, dass man die schon aus weiter Entfernung auf dem Schirm hat. Genau. Ne, weil ich sag mal, die Zombies sind ja nicht hier so das Schlimme. Ne? Das sind mehr die Kakteen, ey. Die lauern hinter jedem Busch. Genau, das ist das Problem. Ja. Du wirst sein. Ja, ich bin da nicht schuld dran. Die haben mich angegriffen. Save the world, save the zombies. Hauptsache, Kakteen müssen weg. Genau. Genau. Voll mein Reden. Ich würde mir auch eine M60 bauen und würde nur auf die Kakteen ballern. Genau. Also deine Station in der Wüste, ballerst dann nur auf die Kakteen. Ja, genau. Ganze Zombie-Horde kommen angerannt. Die sind ja egal. Nexus, was machst du da? Ja, das sind überall Kakteen. Überall. Die kommen von allen Seiten. So, wir haben jetzt einen Turm, ja. Habe ich gleich. Okay. Wir haben jetzt auch gleich wieder 4 Uhr. Das ja, heißt, aber den Turm mache ich noch fertig. Ja, aber ich meine nur, wir müssen ja auch noch ein ganzes Stück laufen, also 2,4 Kilometer. Die ich jetzt auf dem Schirm habe. Ich weiß nicht, vielleicht eine noch eine andere Richtung. Ich würde einfach sagen, strikt in den Süden gehen. Ist das schon also wieder mit der Scheißkacke? Ja, ich weiß nicht, im Süden, ich meine, wenn du nur in den Süden gehst, ist da nicht nur das zerstörte Biom? Nein, du hast zerstört, du hast erst verbranntes Biom und teilweise zerstört, das ist jetzt etwas neuer, dass sie es so gemacht haben. Und dann kommt die Wüste. Die Wüste ist auf jeden Fall im südlichsten Punkt. Die zieht sich, warte mal, wir sind jetzt auf der Karte, im Südwesten wiederum ist das komplette zerstörte Biom, ja? Ja, das, ich meine, das ist ein bisschen anders, aber okay, ich vertraue dir. Wir müssen uns eigentlich im Südosten halten. Weil wenn ich jetzt mal so überlege, wenn du ganz in den Norden rennst, jetzt von hier aus, von unserer Position aus, dann hast du auch nicht Schnee. Schneebiom. Ja, rechts. Aber nicht überall. Ja, das meine ich ja. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob du auch überall Wüste hast. Ja, Südosten, klar, aber ja. Halt schon strikt Südosten. Das meine ich ja. Ja, das meinte ich ja. Also da sind es 2,9 Kilometer. 2,4? Lass uns überraschen. Wir könnten jetzt auf jeden Fall eigentlich rausgehen, wenn du den Turm dann fertig hast. Ja, wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich schon Millionär. Ja, ich träume gerne. Unser kleiner Träumerle, der Nexus. Ja. Ach, Ingels, ich muss wieder Dach-Shingels machen. Ich hasse es. Mach ich mal da. Ach komm, mach ich mal direkt hier. Weiß ich nicht. Machen wir denn jetzt hier? Hallo? So kann ich das nicht wegmachen? Wie habt ihr das denn jetzt hier geregelt? Muss ich doch mal gucken. So. Ein Zeigespind. Okay, mach ich einfach mal 18. Ich konnte es irgendwie gerade nicht manuell eingeben. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Ja, manchmal hat das Spiel halt doch noch ein, zwei Macken. Ne? Ja, manchmal. Es ist halt immer noch Alpha, man darf es nie vergessen. So perfekt und so schön es auch sein mag, jetzt. Also ich finde es schon sehr perfekt und schön. Ja. Es ist halt immer noch in der Entwicklungsphase, es ist immer noch Early Access. Und es kommen auch noch immer noch regelmäßig Updates. Das Spiel ist noch nicht fertig. Nee. Obwohl, bei dem, was ich da... Ja? Ja. Mich würde mal interessieren, was ist denn eigentlich die fertige Version? Weil wir sind jetzt ja bei Alpha 14.6. Ist die fertige Version Alpha 100 oder was? Ja, das ist auch die Frage. Vor allem normalerweise war es ja früher so, erst die Alpha-Phase und dann gab es ja in manchen Spielen, auch nicht in allen, da konnte man die Open-Beta oder Closed-Beta halt spielen. Ja. Heutzutage gehen viele Spieler auch von der Alpha-Phase gar nicht erst in die Beta-Phase, sondern direkt als Vollversion. Ist dann halt fraglich, das bleibt dann halt den Spieleentwicklern überlassen, wie sie das handhaben wollen, ob sie jetzt noch eine Beta machen wollen,
also so eine, weiß ich nicht, eine kurz vor Abbeta, dass es dann kurz vorm Vollentwicklungstyp ist, oder ob sie es direkt raushauen, das ist halt die Frage. Okay. Ja, hätte halt sein können, dass du vielleicht da irgendwie, wobei, woher sollst du wissen, wie viele Updates noch kommen, ne? Ist ja jetzt auch ein bisschen. Eben, ich bin ja auch nicht Krösus. Nee, aber du hast ja das Spiel eigentlich entwickelt heimlich. Genau. Es ist so mein Baby quasi. Ja, klar. Heimlich neben YouTube, neben der ganzen anderen Geschichte, die ich so in meiner Freizeit mache, habe ich natürlich mal ganz nebenbei hier Seven Days to Die gemacht. Ja. Ganz alleine vor allen Dingen. Genau. Ne? In der Zeit. Also großen Applaus dafür. Danke, danke. Oh, es hat geklappt, ich konnte sogar darüber springen. Das ist schon mal nice. Ja. Ich glaube, in dieser Folge brauchen wir gar nicht mehr loszuziehen, weil wenn ich so auf den Timer blicke, drei Minuten. Ist nicht mehr. Nee, das lohnt lange. Sich nicht. Machen wir dann in der nächsten Folge als vernünftige Tour. Ja, würde ich auch sagen. Also. Von daher setze ich hier gerade nochmal schnell heimlich ein paar Dachziegel. Weil ich mir die auch mal anschauen möchte, wie das denn so aussieht. Oh Gott, und ich sehe gerade schon, dass das bei weitem nicht reichen wird, was ich da habe. Da brauche ich noch viel, viel, viel mehr. Mindestens noch das Vierfache. Weil das geht ja nochmal eine Stufe runter mit dem Dach und auch einmal komplett rum. Ja. Da hat Vergangenheits-Extreme sich leicht verschätzt. Oder ich konnte in der Vergangenheit das gar nicht machen, weil die Materialien nicht da waren. Das kann natürlich auch sein. Ach, wie, Vergangenheits- du bist also der Vergangenheits-Extrem. Aha. Ja, nee, ich wollte den Vergangenheits-Extreme ein bisschen in Schutz nehmen, weil er kann ja immer nicht immer nur der Böse sein. Wie er sich jetzt versucht rauszureden. Oh, ich habe Sand dafür bekommen. Das ist ja nice. Okay. Aber... Ich habe jetzt keine Frames mehr. Ein paar Schippen mehr. Ja, es sollte auch erstmal reichen. Wir haben jetzt gleich fast 2 Seiten fertig. Sogar schon aufgewertet, ne? Geh mal runter. Au, ich hab mir wehgetan. Hast du den Bein gesehen? Ja, ich glaube schon. Die Frage, die ich mir gerade stelle hier bei diesem Bau, den ich jetzt hier gerade ein bisschen vorantreibe, ob das die Decke aushalten wird, wenn ich hier noch ein Dach draufzimmer komplett. Das ist fraglich. Eventuell muss ich dann, wenn das jetzt nicht klappen sollte und das stürzt ein, halb so wild, dann kann ich dann einfach mal, dann bin ich ein bisschen schlauer und dann kann ich nochmal einen Stützbalken einbauen. Aber ich hoffe ja, dass es so halten wird, weil ich kann nicht einschätzen, wie dieses, diese Lehmsteine, wie viel Gewicht die tragen können. Bei Holz, Beton und hier Capiston und so, da kann ich das noch einschätzen. Aber dieses Material ist für mich neu und da bin ich absolut ahnungslos. Aber es sieht noch so danach aus, als wenn das halten würde. Meistens genau dann sollte man sich Gedanken machen, wenn es so, nur so aussieht. Also ich meine, da steht ja keiner auf dem Dach. Wenn das fertig ist, ist fertig, dann läuft da ja keiner auf dem Dach rum und dann müsste das ja halten. Eigentlich schon. Mal rein theoretisch würde das Dach sowieso halten, weil es hält ja in sich alleine schon mit, ne? Ja, jetzt nicht natürlich. Ist aber physikalisch schon richtig, weil bei so einem Bau wie jetzt da kann das dann durchaus passieren, wenn in der Mitte keinerlei Stützbalken sind und ich weiß ja nicht, man kann jetzt hier genau nachgucken, wenn ich jetzt hier auf so ein Dachziegeding gehe, dann steht da auch genau die Masse. Also Masse, sprich Gewicht. Und hier schon bei so einer Ecke von den Dachziegeln hat eine Masse von 12. Und jetzt so ein Dach, wie du jetzt beim Rathaus gemacht hast, da hat so ein Eckding eine Masse von 4. Also das Dreifache mehr wiegt das, ne? Also ist natürlich schwierig. Da muss man natürlich noch wissen, wie viel Masse hat denn jetzt hier so ein... Hier dieses Lehmdingens, das hat ja auch schon eine Masse von 13 und das auch nur so ein Querbalken. Also das ist schon das Vierfache schwerer als Holz. Ja, aber das Spiel jetzt ist so realistisch, dass dann halt auch das ganze Konstrukt in der Mitte einfach runterbrechen kann. Also so wie es im wirklichen Leben auch wäre. Okay. Also das Spiel ist da nicht so unlogisch. Gut. Wir sind aber am Folgenende. Der Extreme hat noch ein bisschen Physiklehre betrieben für uns hier. Ja, Professor Extreme. Ja.
Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Die Kanallinks der anderen beiden findet ihr natürlich wie immer in den Videobeschreibungen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar. Freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, nämlich in 2 Tagen. Und ich sag mal, wir sind raus. Ciao. Ciao. Buh.